Heute hat TSV Buchholz 08 gegen Hamburg 1:13 verloren. Tore sind in der 11. Minute durch Hinterseher, in der 12. Minute durch Jatta, in der 20. Minute durch Jatta, 29. Minute durch Hein, in der 30. Minute durch Heine, 26. Minute durch Heinzheimer, in der 58. Minute durch Neri, in der 64. Minute durch Wurt, in der 76. Minute durch Wurt, 79. durch Hand, in der 85. Minute durch Hand, in der 87. durch Wurt und in der 88. Minute durch Klett. Wie man sieht, Hannover hat ja Wurt verloren, weil es ja nur eine Ausleihe war, aber anscheinend ist der bei Hamburg jetzt schon sehr wichtig geworden, weil die ja Lasogga verloren haben. Und dieser Japaner oder Chinese ist jetzt auch nicht der Beste, dieser Hanwei oder wie auch immer der heißt, das ist ja auch nicht der Beste. Aber anscheinend kann Wurt für Hamburg echt gut spielen. Bei dem Testspiel hat er schon mal gezeigt. Ist ja auch nicht das beste Verein. Aber ganz ehrlich, wenn Hamburg diese Saison nicht aufsteigt, dann weiß ich nicht wann. Weil Hannover hat sich bis jetzt noch gar keinen neuen Spieler gekauft und Hamburg hat einfach auch sich bis jetzt noch keinen geholt, aber trotzdem schon mal mehr Spieler zurückgekriegt als Hannover, weil sie haben ja eine Ausleihe gemacht an Hannover. Ja, Stuttgart hat sich ja schon mal einen guten Spieler geholt, bevor sie abgestiegen sind. Der kann nicht sofort wieder gehen. Da haben sie Glück gehabt. Wird aber eine spannende Saison mit Hamburg, Hamburg, Heidenheim, Hannover, Stuttgart. Ey, wird schon ein gutes Aufstiegskampf. Kiel auch noch. Dann Pauli vielleicht auch, wenn sie es nicht wieder verscheißen. Wird eine interessante zweite Liga dieses Jahr.